Hallo liebe Technikfreaks und die, die nur so tun, zu einem neuen Handy-Review von mir. Ja, das letzte Handy-Review ist so lange her, dass selbst ich mich nicht mehr dran erinnere. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache mal wieder ein Review und diesmal von einem Produkt, das ja relativ neu ist, entwickelt von einer aufstrebenden schwedischen Firma, glaube ich. Nokia nennt die sich und die haben dieses Modell herausgebracht als Konkurrenz zu vergleichbaren Telefonen wie zum Beispiel dem iPhone und so weiter und so fort. Wir sehen sofort einige Unterschiede, die das iPhone nicht hat, oder Unterschiede zum iPhone. Verzeihung. Hier sehen wir zum Beispiel, das Display ist relativ klein. Was es damit auf sich hat, das werde ich später erklären. Wir haben auch keine Kamera. Das Handy ist sehr minimalistisch gehalten. Ja, von außen sieht man sofort, Nokia hat das Handy rustikal gepimpt. Das ist ja jetzt erstmal in so. Hier, der Rand ist etwas abgenutzt. Und ja, die Anschlüsse unten sehen auch schon leicht abgenutzt aus. Das soll so sein, damit das später nicht so dort auffällt. Und auch von außen, auch von innen passt sich das Handy dem Image an. Und ist auf rustikal gepimpt. Ja, das erstmal zur Hardware. Das Handy hat, wie gesagt, keine Kamera. Darauf wurde gänzlich verzichtet. Es hat einen Akku und bestimmt auch irgendwo einen Prozessor. Und jetzt schreiten wir erstmal weiter zu diesem interessanten Screen. Ja, um den zu demonstrieren, mache ich das Handy erstmal an. Das geht hier oben, ähnlich wie beim iPhone. So, das mache ich noch ein bisschen. Und wir sehen, das Display geht an. Ja, genau. Es wird das Logo angezeigt. Ich hoffe, man sieht es. So, wir dürfen sofort die Uhrzeit einstellen. Okay, jetzt dürfen wir erstmal warten. Mhm. Interessante Animationen wurden hier gemacht. Okay, Uhrzeit, Datum ist ja erstmal egal. So, konfiguriert. Ja. Und dann sehen wir sofort die Oberfläche. Das Handy hat, wie man hier schon sehen kann, die Möglichkeit, eigene Hintergründe einzustellen. Das ist gut. Über die Auflösung habe ich mich jetzt nicht informiert, aber die Pixel könnt ihr, glaube ich, selber nachzählen. Ich wollte euch etwas erzählen über den Screen. Und zwar hat Nokia bei der Entwicklung, das ist revolutionär, vollkommen auf den sogenannten Touchscreen vom iPhone und so weiter verzichtet und unter anderem um Fettflecken zu vermeiden, da haben sich ja einige iPhone-Nutzer drüber beschwert. Stattdessen haben die Hersteller, das möchte ich gleich zeigen, stattdessen haben die Hersteller ein neues System entwickelt, das nennt sich Tasten. Wenn man das einmal demonstrieren kann, hier haben wir zum Beispiel die Zahlen 1 bis 9 und ein paar Sonderzeichen. Wenn man hier tippt, stehen die Tasten gleichzeitig für Buchstaben. Dann kann man so schöne Worte tippen, wie zum Beispiel Klee. Und ja, das ist das Prinzip, nach dem das Nokia arbeitet. Ist ein bisschen schwer zu erklären, da muss man sich reinfinden. Das möchte ich euch jetzt auch erstmal nicht zumuten. So, wir machen weiter mit dem Menü. Dazu gehen wir einmal in das Menü. Man hat mit diesem Handy, wie mit jedem anderen Handy auch, die Möglichkeit, Mitteilungen zu schreiben. Das ist natürlich schon mal ganz schön. Dann kann man, hat man Anruflisten, ein Adressbuch, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Profile, das ist irrelevant. Man hat eine ganze Menge Einstellungen. Da muss man sich aber selbst durchwursteln. Wecker gibt es natürlich auch in Konkurrenz zum iPhone. Und eine Galerie für Musik. Alles schon implementiert. Kalender gibt es auch. Und natürlich gibt es auch Spiele. Spiele, das ist ein anderer Name für Apps. Das dürfte vielleicht etwas geläufiger sein. Und da gehen wir jetzt erstmal rein. Ja, es gibt prinzipiell erstmal, ja, es gibt drei Spielarten. Ich möchte euch ein neues zeigen. Das kennt vielleicht einige von mir schon. Snake nennt sich das. Ja. Optionen. Wählen, öffnen. Und mit diesem Snake. So. Wer dazu ein Review haben möchte, der soll sich auf meinem Kanal umgucken. Möglicherweise habe ich es hier nochmal verlinkt. Ansonsten
beenden wir das Spiel jetzt nochmal. Ich bin sowieso nicht konzentriert genug dafür. Es gibt auch natürlich einige Extras. Da hält das Telefon einige Überraschungen bereit. Wir können rechnen, einen Countdown zählen und die Zeit stoppen. Das hat mich persönlich sehr überzeugt. Dienste ist was anderes, Favoriten, da komme ich gleich drauf, Special. Und zurück zu den Mitteilungen. Das ist das Menü, das ist das, was das Handy kann. Dann hat das Handy bereit einige Favoriten, was das iPhone nicht hat und was das Handy wirklich zu einem guten Konkurrenten macht. Man kann hier auf das zugreifen, was man am meisten wählt. Hier sieht man schon, den Posteingang wähle ich natürlich am meisten. Lautlos wähle ich aber auch häufig. So. Und last but not least, das schöne Adressbuch. Keine überflüssigen Grafiken. Nichts Schlimmes. Alles super. So, ich hoffe, ich konnte euch ein Bild von diesem Handy machen. Ansonsten muss ich es nämlich zurück an den Entwickler schicken. Das Ganze gibt es auf der Website von Nokia natürlich zu bestellen. Das Betriebssystem ist relativ idiotensicher gestaltet und vor allem sicher gestaltet. Ich habe bisher noch keinen Jailbreak gefunden und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich schalte das Handy jetzt erstmal wieder aus. Es funktioniert nur mit SIM-Karte, soweit ich weiß, oder auch mit Vertrag. Abschalten, wählen und dann schaltet sich das Handy aus. Vielen Dank, dass ihr meinen Ausführungen zugehört habt. Bis zu meinem nächsten Technik-Review und ihr seht jetzt hier auf dem Screen noch einige Videos, einige Technik-Videos, die ich euch sehr empfehlen kann. Tschüss, euer Fabian.